Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir mal wieder ein Full-Face-Beauty-Boxen zusammengekriegt. Jo, und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was die Produkte so können, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe das nicht mehr so nach Monaten aufgeteilt, sondern ich sammle einfach und wenn ich finde, ich habe genug zusammen, dann mache ich ein Video und Schmink, ne? Und ich sage euch auch immer, woher ich die Produkte habe. Das schreibe ich mir nämlich auf. Hier habe ich ein Zettelchen. Und ich starte mit einem Primer. Das ist hier von Giorgio Armani. Das ist jetzt aber nur eine Probe. Das war in so einem Goodie-Set mit dabei, was man gekriegt hat, wenn man einen gewissen Bestellwert bei Flaconi eingekauft hat. Und das war halt in einer Box, genau. Und deswegen ist es für mich eine Beauty-Box gewesen. Fluid Sheer in der Farbe 2. Habe ich jetzt hier eine Foundation? Mal gucken. Sieht auf jeden Fall so aus, aber ich glaube, das ist so ein Glowy-Produkt. Ein ganzer Milliliter befindet sich da drin. Und ja, wir gucken mal. Ist auch ein bisschen Bastelstunde mit Claudi hier, ne? Ah ja, oh, sehr flüssig übrigens. Und es ist halt wirklich super, super flüssig und leicht getönt. Farbe 2 ist natürlich interessant, aber es ist ja nur ein Primer, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie die Foundation oder so. Dafür habe ich jetzt ja gleich eine andere. Ich weiß gar nicht, wie viel trage ich mir jetzt davon auf? Echt einen ganzen Milliliter? Ist das nicht ein bisschen viel, Claudi? Könnte man so meinen, ne? Ich verteile das jetzt mal. Wow, das nenne ich mal glowy. Aber ja, es hat wirklich eine leichte Deckkraft auch mit dabei. Ich würde es jetzt nicht solo tragen. Das wäre mir zu krass, ne? Also ich habe jetzt auch fast den kompletten Milliliter auf meinem Gesicht. Oh, und die Hälfte ist hier runtergelaufen. Das kriege ich auch noch irgendwie aufs Gesicht. Und wow, guckt euch das mal an. Ja, das braucht man jetzt nicht um 360 Grad, um 180 Grad drehen. Und ja, das ist schon intensiv, ne? Aber ich mag ja glowy. Aber ganz ehrlich, es fühlt sich richtig gut auf der Haut an. Als würde ich mir jetzt auch eine Hautpflege oder so auftragen. Natürlich habe ich mir auch eine ganze Handvoll Glitzer aufgetragen, ne? Ja, meine Hand sieht auch aus wie der Zinnmann. Ich sehe aus wie der Zinnmann. Das fängt schon mal gut hier an. Ja, das Reimemonster ist mal wieder aktiv. Übrigens habe ich ein Buch im Pelletier Verlag wieder rausgebracht, beziehungsweise gerade zwei sogar gleichzeitig. Einmal Vergangene Verse, das ist ein Buch voller Poesie. Also da habe ich ganz viele Gedichte geschrieben im Alter von 16 bis 18 Jahren, wiedergefunden und zu Papier gebracht. Und hier meine Gedanken, da kannst du deine Gedanken in einem 5-Minuten-Tagebuch notieren. Also schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir mal den Link zum Pelletier Verlag und meinen poetischen Ergüssen hineingebracht. Und jetzt mache ich weiter mit Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Die hatte ich schon mal da, hatte ich aber zu dunkel. Jetzt habe ich hier die Farbe 1 Neutral. Man konnte nämlich sich das aussuchen. In dem Strumpf war das, glaube ich, ne? Charlotte Tilbury Black Friday. Da konnte man sich in dieser Box, Entschuldigung, die Farbe aussuchen. Und sowas kommt immer mal wieder bei Charlotte Tilbury. Also nicht verzagen, Augen offen halten und die Foundation mit einem Pinsel verteilen. Na, dann nehme ich einen anderen. Am besten nehme ich einen Foundation Buffer für eine Foundation. Wir haben jetzt hier nicht so eine ultimativ krasse Deckkraft wie bei der Airbrush Flawless Finish Foundation zum Beispiel von der lieben Charlotte. Das hier ist eher so eine Art BB Cream Plus. Ei, die Farbe passt richtig gut. Das freut mich gerade so sehr, ne? Und der Primer krallt sich an die Foundation, beziehungsweise die Foundation an den Primer. Die beiden haben echt Bock, miteinander zusammen auf dem Gesicht zu performen. Das finde ich immer sehr positiv, wenn die beiden Produkte miteinander arbeiten wollen. Ja, wow, ich habe richtig Glitzer im Gesicht. Die Party geht hart ab. Ich nehme mir ein Schwämmchen und blende das Ganze mal ein. Wahnsinn, also dieses Glitzernde im Gesicht. Ich sehe aus wie eine Fee. Ist echt so. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also auch so würde ich persönlich jetzt nicht meinen Alltag erleben wollen. Da würde ich definitiv noch weitere Produkte drüber geben. Ja, einen Concealer hatte ich jetzt nicht in der Box mit drin. Das ist auch relativ oft der Fall. Deswegen nehme ich hier den von Uncorrupted Beauty in der Farbe Fair. Sowie meinen Lidschattenprimer aus dem Essence Adventskalender von 2022, der sich aktuell auch in meinem Project Pen immer noch befindet. Denn da ist echt noch gut was drin, ne? Ich habe jetzt was ganz Verrücktes vor, Leute. Ich habe mir doch diese Amazon Mystery Box bestellt und da war dieses, ja, Foundation Mousse von Essence drin. Diese Farbe passt weder mir noch irgendwem, den ich groß kenne. Vielleicht meiner Nichte, das muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist das die Farbe 06 Matt Almond. Und da habe ich mir gedacht, komm Leute, wir versuchen dieses Produkt mal als Bronzer zu verwenden, weil ich denke, die ein oder andere hat sicherlich sowas mal in irgendwelchen Boxen drin, eine Foundation, die zu dunkel ist oder sonst irgendwas. Da kann man doch vielleicht versuchen, das Ganze zweckzuentfremden.
Wow. Das gebe ich mir aber nicht direkt aufs Gesicht, glaube ich. Ich gebe mir das hier so auf meinen Handrücken, nehme da meinen Foundation Buffer, arbeite das so ein bisschen in meinen Pinsel ein. Okay, das wird sehr gelb. Was habe ich mir dabei gedacht? Naja, Experimentierfreude wird ja in solchen Videos immer sehr groß geschrieben, ne? Deswegen trage ich das jetzt erstmal so leicht mit dem Pinsel auf. Das kann was werden. Vielleicht, wenn das jetzt nicht zu gelb wird. Wäre die Farbe einen mühaschiger, wäre das gar nicht so verkehrt. Aber so ist es halt für meinen kühlen, neutralen Hautunterton zu gelb. Also das funktioniert halt hin und vorne nicht, ne? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Aber das ist jetzt einfach so ein Versuch gewesen. Kann man machen. Dafür mache ich ja auch diese Videos, um einfach mal zu zeigen, dass man Make-up auch zweckentfremden kann und einfach ein bisschen Spaß damit haben kann. Das ist jetzt aber nichts, was ich auch in so einem Alltag so verwenden würde. Wenn ich gerade nichts anderes da hätte, würde ich es machen. Ja, schon. Aber ich feiere das jetzt nicht so hart, weil es schon arg gelb ist. Dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen Liquid Blush. Da habe ich hier von Downtown Paris diesen hier. Den hatte ich in... Wo warst du denn mit bei? In der Blissim-Box von Januar. Soll auch für die Lippen sein. Ich nehme den jetzt aber wirklich ausschließlich für die Wangen. Gebe mir hier ein bisschen was drauf. Der ist wohl relativ fest und mousig. Okay, dann arbeite ich das hier mal in meinen Pinsel ein. Oh, okay, ich glaube, das ist ein Produkt, was man nicht so wirklich sehen wird. Das ist sehr zurückhaltend, lässt sich ein bisschen aufbauen, ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht ganz so mein Vibe, um ehrlich zu sein. Weil ich sehe es jetzt ja auch auf meinem Handrücken, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schwach unterwegs. Mal gucken, ob der Bobbi Brown Blush mehr drauf hat. Ich habe den in der Farbe Powder Pink 6. Der war in der Look Fantastic Extraordinary Limited Edition, die schneller ausverkauft war, als dass ich da überhaupt von Wind bekommen hätte. Das ist echt krass gewesen. Genau, da gehe ich jetzt auch mit meinem Foundation Pinsel rein. Gebe mir das erst ein bisschen auf die Hand, aber ich glaube, dass der, ja, der ist auf jeden Fall auch farblich ein bisschen mehr so meine Welt, ne? Eine wunderschöne Farbe. Also sowas in Beautyboxen gerne mehr. Weil das halt auch eine sehr universelle Farbe ist, finde ich. Auch der ist relativ schwach auf der Brust erstmal. Ich baue den jetzt ein bisschen auf. Ja, lässt sich aufbauen. Passt nicht so ganz zu dem Nicht-Bronzer, den ich ja aufgetragen habe. Ja, kann man machen, ist so, ne? Aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, holt euch den für den vollen Preis, weil der ist schon recht hochpreisig. Das muss dann nicht unbedingt sein. So, jetzt wird hier unter den Augen ein bisschen aufgeräumt und auch auf den Augenlidern drauf. Denn jetzt wenden wir uns dem Abpudern zu und wir wollen ja nichts abpudern, was jetzt irgendwie zu sehr in irgendwelche Fältchen gekrochen wäre. Da habe ich hier von, auch aus einer Limited Edition von Look Fantastic, aus der Treat Yourself Limited Edition, das Rodale Glass Powder. Da haben die nämlich auch ein loses Püderchen reingepackt, was ich immer großartig finde, weil sowas können halt viele verschiedene Hauttypen verwenden. Dann nehme ich mir hier so ein Puffelding von Maxime Giacomo, habe das im Puffelding drin, arbeite es in meine Handinnenfläche ein und gebe das unter meine Augen und auf meine Augen. Dieses Puder ist nicht komplett matt. Ich glaube, das hat auch so einen leichten Schimmer mit drin. Das heißt, heute ist wirklich die Disco-Kugel am Start. Das in Kombi mit einer matten Foundation ist halt echt super. Genauso den Primer in Kombination mit einer matten Foundation. Aber ich habe jetzt wirklich alles glowy. Alles glowy, alles shiny, nachher auch auf die Augen kommt. Glowy, kapowy, richtig krass, was hier heute abgehen wird. Ich habe es mir echt nicht vorher überlegt. Aber gut, ja. Das ist ja so, ne, ich nehme es, wie es so kommt. So, den Rest des Gesichtes werde ich ebenfalls mit diesem Puder abpudern, aber nicht mit dem Puffelding, weil da sitze ich dann morgen hier noch. Ich habe hier einen Pinsel aus der The Beauty Crop Box von Beauty Bay. Das ist dieser Pinsel mit dieser nicen Ananas drauf. Und da kann ich mir jetzt das Puder einfach in den Pinsel so einarbeiten, was ich hier im Deckel drin habe. Bisschen abklopfen und damit dann mein Gesicht setzen. Joa, ne? Also... Ein Hauch von Feenstaub ist in meinem Gesicht verteilt worden und schimmert exquisit vor sich hin. Und das finde ich auch, na gut, dann ist das so, das hebt ja auch irgendwie so die Laune von allen. Und ja, passt schon. Ne? Also das Puder mag ich persönlich sehr gerne.
Ne? Ich würde mir jetzt, aber also dieser Primer, der hat halt wirklich alles ein bisschen krass gemacht. Den würde ich mir auf gar keinen Fall in Full Size kaufen. Ich glaube, das ist einfach zu heftig, ne? Weil der zu grob ist. Dann habe ich hier einen Highlighter, weil ich ja noch nicht genug Glow im Gesicht habe. Den hatten wir in dieser Charlotte Tilbury-Geschichte auch mit drin. Und zwar, ja, diese Black Friday-Sache. Und da habe ich hier den Pillow Talk Glow Highlighter und den werde ich mir jetzt auftragen und bin sehr gespannt, wie der jetzt auf dem Gesicht performen wird. Ich meine, der hat es leicht, ne? Der hat schon hier unten drunter alles schimmernd. Der kann jetzt auch nochmal weiterhin die Eskalationsstufe heben. Dann nehme ich auch meinen Pinsel von gerade und trage mir den auf. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der auch genau relativ fein unterwegs. Also das ist schon ein schöner Highlighter. Das Einzige, was mich hier wirklich nervt, ist, dass dieses Fännchen nicht wirklich drin ist. Also es dreht sich. Wenn ich da mit dem Pinsel so reingehe, ja, das sind so die Probleme, ne? First World Problems, hallo, hier bin ich. Aber ich wollte es nur angemerkt haben, das Fännchen dreht sich. Ja, auch aus dieser großartigen Amazon Mystery Box habe ich hier dieses Essence Make Me Brow Powder Pen Produkt. Das ist jetzt in meiner Farbe, deswegen habe ich mir gedacht, komm. Nehmen wir das mal hier mit rein, also in Soft Blond und hier hat man sehr viel Produkt dran. Ich brauche einen Spoolie, sonst habe ich gleich echt ein Problem. Wobei hier kann ich auch von Nuvia so ein Augenbrauen-Durchkämm-Ding nehmen. Das könnte jetzt ein bisschen viel werden, mal gucken. Also eigentlich ist der Plan ja, dass man das wirklich nur so eben schnell durch die Augenbrauen durchmacht und zack, hast du aufgefüllte Augenbrauen. Aber dafür ist das Produkt vielleicht ein Stück zu alt, weil das hier kein Produkt abgibt. Hä? Das ist natürlich bitter jetzt, ne? Also man dreht es zu, du hast ja das Produkt im Deckel und ja, das Schwämmchen gibt kein Produkt ab. Ja, nö, das ist für die Tonne. Ich nehme jetzt einfach den, den ich aktuell in Anwendung habe. Ich wollte eben eigentlich sagen, ich hätte mir jetzt auch grüne Augenbrauen machen können. Interessiert keinen, wenn man sich die Base anguckt, weil, also tatsächlich ist die Base das Auffälligste, wenn man das im Tageslicht sieht. Und dann bin ich übermütig geworden und habe so ein bisschen meine Augenbrauen verkackt. Naja, es ist, wie es ist. Als nächstes verwende ich hier aus der Box von Nicole, also Chiquita's Place mit Purish, die LH Cosmetics Shimmer Saga Palette. Das Bundle dürfte, Gott sei Dank, ich freue mich echt für meine Freundin, ausverkauft sein, aber die Palette dürftet ihr noch bekommen. Ne? Genau, also das ist dieses Vierer Quattro und damit kann man halt wirklich auch super einfache und schnelle Looks schminken und ja, das würde ich jetzt mal machen. Ich weiß gar nicht, ich hatte das in einem Instagram Live verwendet. Ich meine, dass ich da die beiden oberen verwendet habe. Vielleicht nehme ich jetzt mal die beiden unteren. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Also es wird auf jeden Fall, ja doch, die beiden unteren, die kann ich definitiv nehmen. Aber auch den Success, vielleicht verwende ich doch irgendwie alle miteinander. Wie immer. Es sind ja wirklich nur Schimmertöne, deswegen nehme ich mir einfach hier so einen Bronzer und setze mir den mit dem Pinsel, den wir in der Glossy Box Dezember 2023 Box drin hatten. Genau, den gebe ich mir einfach mit diesem Pinsel in meine Lidfalte, um da schon mal so eine kleine Basis zu schaffen. Nichts Wildes, ne? Einfach nur so ein kleiner Schatten. Das hilft einfach, wenn man so ein leichtes Schlupflid hat wie ich, um das Ganze optisch ein bisschen aufzuhübschen. So, jetzt habe ich meinem Auge nämlich schon mal ein bisschen Form gegeben und ich empfehle immer wieder, dass wenn man halt so krasse Schimmertöne verwendet, dass man sich eine Basis darunter macht, ne? Ich habe mein NYX Glitter Glue aktuell aufgebraucht und verwende jetzt einfach von Too Faced die Shadow Endurance, genau, um sie einfach auf mein bewegliches Lid zu geben. Manche nennen es Cut Crease, manche nennen es doppelt gemoppelt hält besser. Ich nenne es, ich mache da einfach mal eine Basis hin, damit alles besser hält. Genau. Dann nehme ich mir den Ton Love auf, das ist dieser hier unten, und gebe mir ein bisschen Liebe auf mein bewegliches Lid. Das ist so wunderschön, Leute. Und das kann man wirklich total einfach im Alltag auch so tragen. Genau, ne? Also das ist wirklich simpel, weil dieser Ton sieht nicht aus, als hättest du nur einen Ton auf dem Auge. Und deswegen, ja, es ist sehr, sehr besonders und ich mag es einfach gerne leiden. Dann habe ich gesagt, den Ton Passion, der sich daneben befindet, genau, das ist dieser hier, der hat auch ein bisschen was grün bläuliches mit dabei, ganz fancy. Ich glaube, den gebe ich mir nach innen hin und habe damit dann auch so einen leichten Übergang, ne? Dass es nach innen hin quasi ein bisschen heller wird. Schön. Nicht übertreiben, Claudi. Ich wollte mir jetzt gerade noch ein bisschen eskalativ noch mehr auftragen, aber das machen wir nicht. Wir lassen es einfach dieses Mal bei diesen beiden schönen, wunderschönen, funkelnden Tönen. In meinen Innenwinkel gebe ich mir dann hier nochmal den Highlighter, den ich ja eben schon aufgetragen habe. Wobei der jetzt im Innenwinkel
etwas zu rosa ist. Da hätte man vielleicht einfach einen etwas helleren Highlighter nehmen müssen. Der kann nicht so gegen den Augenlook anstinken. Das sieht ein bisschen aus wie verheult, ne? Okay, dann versuche ich mal, den hellsten Ton aus der Palette zu nehmen. Der nennt sich Success. Der ist aber eher gelblich unterwegs. Das heißt, da kann es jetzt ein bisschen zu gelb wirken. Nun, aber es ist auf jeden Fall eher eine Kombinationspalette. Das muss man sich halt einfach merken, ne? Dass du das, also klar kannst du die auch solo tragen mit dem Bronzer und so. Aber wenn du halt das Optimum aus der Palette rausholen möchtest, auch so mit Inner Corner und verdunkeln und hast du nicht gesehen, einfach mit einer anderen neutralen Lidschattenpalette kombinieren. Dann habe ich hier etwas von Charlotte Tilbury, auch aus dieser Mystery-Geschichte. Crystal Dimension Eyeliner Pillow Talk. Yo, ihr seht, wie er aussieht. Das ist so richtig Duochrome. Da geht die Party richtig, richtig ab. Und ich glaube, dass es jetzt auch ganz gut passen würde. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich den tragen möchte. Ich glaube, ich mache mir damit hier so ein Inner Corner, nicht Inner Corner, wie heißt das Ding? Ja, ich zeig's euch, was ich meine. Es ist in meinem Kopf. Genau, also, ich setze mir den quasi hier als Liner rein, in Winkel, nicht ganz, also quasi unter der Braue starte ich damit. Ziehe mir den dann so ein bisschen nach außen und habe mir damit dann ein Graphic Liner gezogen. Ich finde es ganz hübsch eigentlich. Ich mag auch, dass der diesen rosa Shift auch mit drin hat. Ich finde, das passt gut. Ich finde es ganz süß. Also man sieht es jetzt nicht so super intensiv, wenn ich jetzt normal gucke, weil mein Lid halt da etwas drüber schlupft. Ich habe das halt so ein bisschen unter meinem Augenbrauenknochen gemacht, dass man das so ein bisschen sieht, aber es nicht direkt auffällt. Ne? Das finde ich eigentlich ganz schön. Genau, so, das ist jetzt dieser Liner. Und jetzt habe ich noch einen weiteren, auch aus diesem Purish mit Chiquita's Place Bundle, Denisa Myricks Onyx. Der ist so gut. Und ja, den hatte ich vorher auch schon. Jetzt habe ich ihn halt nochmal und damit ziehe ich mir einen Eyeliner. Der hat so eine total großartige Pinselspitze und der malt über allem, was du ihm da drunter packst. Das kriegt er hin. Und natürlich könnt ihr auch dieses Jahr wieder mit Claudies Welt 15 auf super viele Produkte bei Purish sparen. Also genau, das ist nach wie vor ein treuer Kooperationspartner an meiner Seite. Und ich weiß nicht, welche Marken jetzt diesen Monat, wenn ich das Video hochlade, im Angebot sind. Also die halt dann darauf, also worauf der Code gilt, ne? Schaut auf jeden Fall mal bei Purish vorbei. Die haben echt geile, geile Sachen. Und ja, dieser Eyeliner ist jetzt etwas intensiv geworden, was ich aber nicht schlimm finde. Ich habe jetzt ein Setting Spray, was ich aber nicht in einer Box hatte, sondern in einem Adventskalender. Das heißt, es gehört jetzt eigentlich gar nicht zum Video. Das ist The Professional Super Setter von Benefit. Das ist schon gut. Habe ich aktuell in reger Anwendung. Witzigerweise gibt es halt auch noch mal so ein kleines Dewy Finish, was ich natürlich jetzt gerade mit meiner Base brauche. Also ihr seht es ja auch aus der Nähe, ne? Wie die Party hier hart abgeht. Also mein Gesicht funkelt wie ein Diamant, aber ich sag mal so, für ein Event oder für Videos sieht das ganz gut aus. Sollte die Sonne meine Haut berühren, was sie jetzt um 10:30 abends eher weniger macht, würde ich aussehen wie Edward der Vampir. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Nun, jetzt kommt die Wimpernzange zum Einsatz und dann kommt die Mascara dran. In der Fairy Box Dezember 2023, Knoten im Kopf, hatten wir nämlich von Boho Green diese Mascara Mystic Volume drin. Und die möchte sehr gerne jetzt auf meine Augen gebracht werden und hat hoffentlich ein Wawawum-Ergebnis. Mal gucken. Ansonsten müssen wir ein bisschen nachhelfen. Ja, da haben wir eine sehr, sehr außergewöhnliche Bürstenform, die ich sehr hübsch finde. Finde ich wirklich cool. Und das ist ein Faserbürstchen. Hui, die riecht aber intensiv. Nach etwas, was ich... Nach Farbe. Also riecht nicht gut. Nee, ich hoffe, das kriegt mir nicht allzu sehr in die Nase. Aber, ja gut, eigentlich sind die Augen relativ weit weg von der Nase. Aber manchmal riecht man die Mascara noch. Und das ist nicht so geil. Und ich hoffe, dass es nicht zu sehr in die Augen kriegt. Egal, wir gucken mal, wie sie auf den Wimpern wirkt. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Naja. Die Mascara färbt die Wimpern ein. Viel mehr macht sie nicht. Also,
Ich bin froh, dass ich mir einen etwas dramatischeren Eyeliner gezogen habe, damit die Augen wenigstens etwas mehr betont werden. Aber ja, das ist jetzt wirklich sehr dezent, ne? Also zu diesem feenhaften Glitzer auf dem Gesicht kommen feenhaft dezente Wimpern. Mein Vibe ist es nicht, aber ich weiß nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die das feiern. Also ich habe in meinem Umfeld jetzt nicht unbedingt Leute, die das großartig finden. Mystic Volume ist hier auch wirklich eine nette Beschreibung von, also ich feiere die gar nicht. Also nie. Vielleicht als Kombi-Mascara, aber ich glaube, selbst dafür wäre es einfach zu wenig. Also es ist halt wirklich so ganz leicht eingefärbt. Weiß nicht. Nee. So, nö, den lasse ich auf. Das passt eigentlich farblich voll toll. Das kann ich ja auch so tragen, ne? Wobei das auch irgendwie... Egal, ich lasse das jetzt einfach auf, weil es passt zum Pulli, ne? Okay, also ich habe jetzt hier auch noch aus dieser Beauty Bay Mystery Box von By Beauty Bay selber noch diesen Lip Liner in der Farbe Whip. Und das ist, werdet ihr gleich sehen, ein Perfect Match zu einer ganz bestimmten Lippenfarbe, glaube ich jedenfalls. Mal gucken. Ich mag die Lip Liner von By Beauty Bay. Die sind wirklich klasse und halten sehr lange. Also eine wirklich schöne braun nudige Farbe quasi, ne? Und hier habe ich jetzt den Pillow Talk Lippenstift von Charlotte Tilbury. Der war auch in dieser Box mit dabei, beziehungsweise ja, in dieser Black Friday Geschichte, die man sich kaufen konnte. Und den gebe ich mir jetzt einfach so, ne, als Lippenstift auf. Und das passt ja mal so gut zusammen. Der Lip Liner ist ein müh dunkler, sodass ich da so eine leichte Ombre-Lippe bekomme. Aber ich finde es beautiful. Also das ist auch eine sehr schöne Lippe zu so gut wie jedem Look, weil das eine etwas zurückhaltende, aber doch vorhandene Lippenfarbe dann quasi ist. Und zu diesem funkelnden Look, mit dieser funkelnden Base, mit diesen quasi nicht vorhandenen Wimpern, finde ich, dass das trotzdem echt geil aussieht. Ja, okay, dann hatte ich ja noch in dieser Flaconi-Box auch von Yves Saint Laurent das Black Opium. Nicht in der Originalgröße, das ist meins, sondern in einer, ich glaube, 10 Milliliter Größe. Also auch nicht wenig, ne? Dafür, dass es für Umme mit dabei war. Ich mag den Duft. Oh, und ich kann ihn endlich wieder tragen. In der Schwangerschaft habe ich da so Kopfschmerzen von gekriegt, Leute. Und jetzt mittlerweile liebe ich es so sehr. Das ist so richtig geil süß, finde ich persönlich, aber gleichzeitig auch so elegant. Also ich mag den Duft von Yves Saint Laurent Black Opium richtig gerne. Natürlich auch in der Infobox verlinkt. Ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Ohne Schmuck, okay, aber halt wie es so im Gesicht aussieht. Ich finde, dass ich aus den Beautybox-Produkten einiges rausgeholt habe. Hätte nicht damit gerechnet im Laufe des Videos teilweise, dass es so aussieht. Ich finde auch, dass der Bronzer jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt aussieht, aber ich kenne den Weg dorthin. Und ja, also ansonsten bin ich froh, wie gesagt, dass ich den Primer nicht in der Full Size hier habe, weil dann würde ich ihn sehr wahrscheinlich aussortieren, weil mir das zu viel wäre. Die Foundation finde ich wundervoll. Genau, ansonsten das Puder mag ich so für sich auch. Ich finde diesen Blush sehr schön. Diese Seite war jetzt nicht so unbedingt vorhanden, ne? Den Highlighter mag ich und so weiter und so fort. Ach, die Augen sowieso. Also das finde ich sehr, sehr hübsch gelungen. Das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, öfters so zu schminken, weil das war jetzt eine Sache von 3-4 Minuten, ne? Das ging rucki zuck und ja. Ich fühle mich wohl, außer mit der Mascara. Die ist halt echt schade. Aber ihr Lieben, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das hier so fandet und ja, wie ihr die Produkte miteinander kombiniert hättet und welche der Produkte ihr vielleicht zu Hause rumfliegen habt und ich euch vielleicht animieren konnte, sie dann doch zu verwenden. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn du ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.